Heute sind wir im Urner Boden im Kanton Uri. Da findet in der Alpkäserei Urner Boden ein Anlass statt. Der Reto Buchli hat eingeladen zu einem Hornmilch-Anlass. Die faszinierende Welt von Hornkühen. Zur Stärkung gibt es am Anfang ein bisschen etwas zu trinken. Und wir dürfen schon ein Kühe-Memory ausprobieren. Das ist aber nicht so einfach, weil es hat nur Kühe auf diesen Bildli. Nachher geht es los mit einer Einführung vom Reto. Er erzählt uns über die Hornkühe, über den Urner Boden und über die Käserei. Das Wetter ist perfekt an diesem Tag. Ich glaube, die Sonne scheint wirklich nur hier. Der Reto zeigt uns einen kurzen Film über die Käserei. Anschliessend macht der Reto außerhalb der Käserei eine Führung und zeigt uns, wie so ein Käse entsteht. Dort oben ist die Alp von dem Bauer, den wir jetzt gerade noch besuchen. Das ist ein kleiner Füßmarsch, bis wir beim Franz sind. Der Franz erzählt uns ganz viel über seine Kühe und politisiert auch noch ein bisschen. Wir erfahren hier noch, wie das zusammen mit dem Reto entstanden ist. Es ist sehr spannend und alle hören gespannt zu. Nachher gehen wir auf die Wiese raus, um zu schauen, wie saftig das Gras ist und was da für Kräutchen wachsen, die die Milche so speziell machen. Nach dieser Theorie geht es zurück, um das Ganze auch noch zu probieren. Ein kurzer Füßmarsch hier am Bächli entlang. Die Kühe, die wir jetzt hier gerade sehen, die ist zu Bad. Die hat den Anlass leider verpasst. Natürlich gibt es den feinen Hornmilchkäse und Zopf dazu. Zum Trinken gibt es auch etwas Feines. Am Schluss gibt es noch eine Überraschung. Der Reto präsentiert den Käse, der 5 Jahre lang gereift hat. Hier schneidet er ihn zum ersten Mal auf. Und da sehen wir noch, wie schön der verbröckelt, wenn man ihn aufschneidet. Das war ein wunderschöner Anlass. Danke vielmals, lieber Reto. Es war schön bei euch Hornmilchkühe.